Können die Flammen klauen, gar kein Problem für uns. Das Problem ist, wie gesagt, wenn wir unsere Kollegen einsetzen, verlieren wir halt die ganzen Flunker und sowas. So, jetzt haben wir leider unsere Energie verloren. Oh, Raben, jetzt kommen auch Raben dazu. Ich weiß nicht, was die in der Wüste verloren haben, aber gut. So, dann kommst du mir nicht. Ah, das war schlecht. So, gib ihm. Noch einer. Du. Und auf den Boden pfeffern. Ja, kein Problem für mich. Ich bin jetzt noch auf dem Boden festkrallen. Ausweichen. Was war denn? Oh. Na los, gib ihm. Ist jetzt mal da? Ich krieg die nicht anvisiert, Leute. Man geht doch. Ausgezeichnet. 7 Minuten 30 war das, ne? Eine Minute schneller. Hätten sie auch ein bisschen schneller, wenn der ein bisschen schneller gestorben wäre. Aber naja. Weiter. Hast du alle Manöver freigeschaltet? Probier den Kettenangriff. X, X und Y aus. Schalte neue Angriffsmanöver frei. Guck mal, er hat eine Puppe dabei. Die Fledermäuse müssen ihr Versteck verlassen. Es wäre dumm, hineinzufliegen, solange alle drinnen sind. Also müssen wir einen Weg finden, sie irgendwie ins Freie zu treiben. Ein paar gut platzierte heiße Kohlen sollten genügen. Also, an die Arbeit. Die Rettung der Jungeulen in den Schluchten war nur der Anfang. Wir müssen die Jungeulen im Fledermausversteck retten. Jetzt wird es ein bisschen kniffliger. Jetzt müssen wir uns verteidigen. Und... Ah, Schutzangriff freigeschaltet. Drücke Y, um ein Ziel zu rammen und nach vorne zu stoßen oder eine Rüstung zu zerbrechen. Mehrfachschlagspirale wird nach dem... Besiegen von 30 weiteren... Gegnern freigeschaltet. Freu mich. Also irgendwie kann ich gerade nichts anvisieren. Leute, ich kann nichts anvisieren. Ah, endlich. Noch eine sollte reichen. So. In den heißen Kohlen klappt das ja prima. So, der Stoffangriff sieht in etwa so aus. Und so. So. Es klappt. Sie verlassen. Was war das denn jetzt, Doris? Achso, wir haben auch ein bisschen Rüstung da oben, wie man sehen kann. Wenn die kaputt geht, ist unsere Rüstung auch weg. Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu oft an die Mauer stoßen. Ungefähr das dürfen wir nicht machen. So, wo haben wir sie denn jetzt? Da haben wir noch eine. Vorsicht! Sie greifen an! Das war der Plan. Ah, so, scheiße, ich hätte ausweichen müssen. So, wir können hier aber auch mit
heißen Kohlen bewerfen, wenn wir wollten. Aber wir haben noch nicht alles. Ach. So. Wir sind umzingelt. Auf in den Kampf. Und ich renne natürlich direkt. Ah, ich bin so schlecht. Wir haben alle unsere Rüstung verloren, Leute. Was ist denn jetzt los? Sag mir ein Ziel und ich erledige den Rest. Boom. Ah, oh, nicht mehr erreicht. Und bam, in die Fressleiste. Okay, was ist das nächste? Da. Bam. Und bam. So. Das scheint ihn gereicht zu haben. Na, was denn? Warte. Was ist das? Oh. Ausgezeichnet. Yeah, 20 Bonuspunkte, klar. So, jetzt kommen wir zum kleinen Bossfight, wenn ich mich richtig entsinne. Es muss ja von jeder Art natürlich auch irgendein Mutantenleben geben. Wir haben sie ins Freie getrieben. Fehlt nur noch ihr Boss. Wir müssen ihn besiegen, sonst sind die Jungeulen verloren. Nur so melodramatisch. Der Boss will ja ins Leder. Pass auf! Ich glaube, wir können nur mit heißen Kohlen besiegen. Wenn ich mich recht entsinne. Er ist zu stark. Ja, schon wieder alles verloren, ey. Es war knapp. Ah, fuck you all. Ihm irgendwie anders zusetzen. Okay, das funktioniert wirklich nicht. Ich muss also Dingens einsetzen hier. Sonst kann ich nicht angreifen. Volltreffer. Hier sind seine Flügelmänner. Kein Problem. So, um die lassen wir mal jemand anderes mal kümmern. Wir kümmern uns noch um den Boss gerade. Ah! Alles klar, Schau. Ja, es ist in Ordnung. Der Boss flieht! Um den soll sich doch einer kümmern hier. Volltreffer! Muss ich wieder zurückfliegen. So, dann setzen wir ordentlich zu hier gerade. Ja, kein Problem für uns. Achso, jetzt nochmal kurz zu den Krollen mal zurückgekommen. Also Krollen waren damals die einzigsten sozusagen flugfähigen Wesen. Sprich, sie waren mal Keulen, also Keulen, Eulen und Krähen halt, wie man es jetzt schon denken kann in der Art und Weise. Aber la. Ja, das war bis halt
der...